Wir sitzen jetzt hier im neuen Audi Q3 und am Steuer kein geringerer als Mike Rockenfeller. Grüß dich, Rocky. Hi. Rocky, ich habe gehört, du bist heute mit einem Audi Q7 hergekommen. Was genau fasziniert dich denn an SUVs im Allgemeinen und hier am neuen Q3 im Besonderen? Ja gut, generell habe ich jetzt den Q7 über den Winter eigentlich so ein bisschen. Im Sommer hatte ich den RS5 und habe mir den Q7 geholt. Bin gerade im Moment auch so ein bisschen in der Bauphase privat und daher, ja, am besten fahren wir kurz, glaube ich, mal hier weg, dass die weiterkommen. Oder wir fahren jetzt mal auf die Rampe. Wir können einfach direkt mal auf die Rampe drauf fahren. Wir sind ja hier in der Driving Experience. Genau, schauen wir mal, was der Q3 so kann. Man denkt ja, das Auto ist nicht im Gelände im Prinzip zu Hause oder kann sowas gar nicht. Von daher denke ich, ist das schon ganz faszinierend. Fahren jetzt hier über die Rampe. War eine ganz schöne Steigung. Jetzt hier runter sehen wir so ein bisschen den Abfahrassistenten, wie der funktioniert. Jetzt lassen wir mal rollen. Genau. Die SUVs, oder ich meine, Q7 ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Größe jetzt wie der Q3, ganz klar. Ich bin viel unterwegs, bin relativ oft natürlich mit viel Gepäck unterwegs. Das ist schon mal was mich an dem Q7 unheimlich freut. Du kannst wirklich viel reinpacken in das Auto. Bist sehr bequem unterwegs, einfach sehr erhaben. Im Auto, auf der Autobahn fühlst du dich sicher und im Winter finde ich halt ein gutes Auto zum Skifahren gehen und Fahrräder mal reinpacken und so, Mountainbikes. Ist ein schönes Stichwort. Du sagst im Winter, Audi mit ihrem Quattro und dem Werbespot, den wir, glaube ich, alle kennen, sehr bekannt. Ist das denn heute, hat man da noch das Gefühl von einem Urquattro oder sagt man, Vorsprung durch Technik ist einfach ein Allradantrieb und souveräner Vortrieb auf Eis und Schnee? Also ich denke, mittlerweile ist das ja schon so eingebrannt natürlich, gerade bei Audi. Mit Quattro, das gehört zusammen irgendwo. Es ist ja nicht jedes Audi-Modell hat ja nicht einen Quattro-Antrieb, aber doch sehr viele. Und meine Dienstwagen im Prinzip hatten alle Quattro, weil es entweder ein RS-Modell war oder ein 3-Liter TDI in dem A4 hatte ich auch als Quattro natürlich. Und ich denke, man merkt das jetzt gar nicht mehr so bewusst, dass du jetzt sagst, oh, da ist irgendwas extrem anders, was halt toll ist. Du hast immer extrem guten Vortrieb, ganz klar, ob bei Nässe oder bei Schnee oder glatten Bedingungen eben, und hast dadurch ein sehr sicheres Fahren und hast, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ob ich jetzt, wenn ich zum Skifahren gehe oder so, ob ich irgendwo den Berg hochkomme oder nicht, natürlich vorausgesetzt, man hat auch dann gute Winterreifen, aber das ist ein Antriebskonzept, was sich, glaube ich, durchgesetzt hat. Viele andere haben ja dafür andere Namen oder haben das ein bisschen anders vom System her, aber ich denke, Quattro kennt jeder und erfolgreich im Motorsport auch gewesen, in Rallye-Zeiten, auch in den Tourenwagen, und von daher hat sich das durchgesetzt und mittlerweile braucht man da gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich denke, wer auf Allrad oder auf Vierradantrieb steht, der muss bei Audi natürlich dann den Quattro nehmen und gibt's nicht mehr viel zu sagen. Okay, jetzt sitzen wir ja heute hier im neuen Q3. Ich weiß nicht, ob du vorher schon mal Kontakt mit ihm hattest. Vorgestellt wurde er ja auf der IAA in Frankfurt dieses Jahr. Was fasziniert dich hier im Besonderen an dem Auto? Es ist ja der kleinste der Q-Reihe. Ja, ich war schon bei der Präsentation mal in Stuttgart noch dabei, auf der IAA natürlich, habe ich ihn auch gesehen. Ich habe ihn auch vorher schon mal auf dem Testgelände fahren sehen, noch ein bisschen getarnt, dann mal ungetarnt. Generell muss ich sagen, bin ich beeindruckt, wie viel Platzangebot doch in dem Auto steckt. Das ist wirklich was, was ich nicht erwartet habe selber. Die Verarbeitung, das Cockpit, da ist auch mittlerweile bei einem Audi keine Überraschung mehr. Das ist einfach gewohnte Qualität, gewohntes Design. Da passt alles. Da fühlt man sich sofort zu Hause, wie in den anderen Modellen auch. Ich selber überlege jetzt wirklich gerade, das Auto für meine Partnerin vielleicht mir zu kaufen, weil ich denke, es ist einfach ein sehr sicheres Auto, man hat den komfortablen Einstieg. Jetzt hier selber kann ich auch mal ein bisschen probieren, was das Auto in Extremsituationen kann. Meistens wird es natürlich nicht jetzt für extreme Geländefahrten von den Leuten gekauft, aber er kann es und ich glaube, das ist das Wichtigste. Von daher, finde ich ein tolles Auto. Wie gesagt, Platzangebot super, Qualität top bei einem Audi. Und fahren tut er sich, denke ich, auch perfekt. Also mir gefällt er richtig gut. Am Anfang, wie gesagt, war ich ein bisschen skeptisch. Aber wenn man drin sitzt, gefällt er einem richtig gut. Stichwort fahren. Du bist ja Audi-Werksfahrer.
kennst dich in der FIA GT aus, kennst dich in Le Mans aus, bist quasi auf der Nordschleife geboren, in Neuwied, um genau zu sein. Wie ist das? Hybrid ein großes Thema bei Audi? Hybrid auch ein Thema im Motorsport, beispielsweise der Porsche GT3 R Hybrid. Was meinst du, wie sieht das in Zukunft aus? Spielt Hybrid weiterhin eine noch größere Rolle im Motorsport? Also in naher Zukunft sicherlich. Also es ist natürlich so, dass ja, dass wir im Prinzip ja jetzt schon im Motorsport gesehen haben, es gibt ja KERS und diverse Systeme auch in der Formel 1 und daher kennen die Leute es auch. Und Hybrid in der auf der Straße kommt auch immer mehr. Ich denke, es gibt immer wieder die Diskussion, setzt es sich durch, wird das die Zukunft sein oder nicht? Man muss sich sehr breit, denke ich, aufstellen als Automobilhersteller. Und im Motorsport ist es immer die beste Plattform, um Dinge auszuprobieren, technisch, um das auf höchstem Niveau gegen andere Hersteller zu testen und am Ende sich durchzusetzen. Man muss immer abwägen, wie das Reglement, das technische ist. Jetzt, wenn man zum Beispiel Le Mans nimmt, muss man überlegen, ist der Hybrid schneller oder eben nicht? Ist es ein Vorteil? Es ist ja nicht nur die Geschwindigkeit oder die Performance, sondern auch der Verbrauch eben, der bei Langstreckenrennen immer ganz wichtig ist. Und daher ist es immer so schön, dort die Technologien zu testen und dann irgendwo zu transportieren in die Serie. Der Porsche, den ich selber schon gefahren habe in Atlanta letzten Jahres, ja, das war eine tolle Erfahrung, muss ich ganz klar sagen. War für mich ja auch Neuland. Und zu merken, wie viel extra Leistung man dann wirklich zur Verfügung hat, das war beeindruckend. Auf der anderen Seite wusste ich auch, wie hart es wird, gegen den auf der Nordschleife mit unserem R8 dann zu kämpfen, ohne Hybridsystem. Ja, es war toll und ich denke, wir werden uns mehr und mehr damit befassen, auch im Motorsport als Rennfahrer. Und wie gesagt, ich persönlich bin für alles offen und denke, am Ende des Tages, wenn es eine gute Technologie sein wird langfristig, dann wird sie im Motorsport zum Alltag. Im Moment ist es ja nur vereinzelt, wie du gesagt hast, mit dem Porsche eben, die da quasi so die Vorreiter sind im breiten GT-Sport. Und von daher warten wir mal ab, was passiert. Aber für mich persönlich war es eine tolle Erfahrung und ich denke, es war nicht der letzte Hybrid, den ich auf der Rennstrecke bewegt habe. Okay, schön, gut zu wissen. Das lässt hoffen auf nächstes Jahres 24-Stunden-Rennen. Jetzt würde ich fast mal vorschlagen, wir drehen mal eine Runde hier über den Parcours und gucken mal, was der Audi Q3 denn so wirklich kann. Genau, also ich denke, der wird uns beeindrucken und ist witzig, hier auf dem Parcours zu fahren. Jetzt fahren wir ja hier auf diese Die Rampe. Rampe, genau. Genau. Das Schwierigste auf der Rampe ist, es zu schaffen, dass sie nicht vorne wieder runterfällt. Ja. Schon mal geschafft? Nee. Hat, Aber glaube auch ich, noch noch, niemand aber geschafft, oder? ja, ich weiß es nicht. Also irgendwann wird sie sicherlich kippen. Wir versuchen jetzt mal wirklich so gut wie möglich ganz langsam uns ranzutasten. Ich fahre jetzt, muss ich gestehen, über diese Rampe jetzt gerade das dritte Mal dann mit dir. Okay. Also mit dir das erste Mal, aber für mich das dritte Mal und von daher, ja, schauen wir mal, ob es besser klappt als beim ersten Mal, weil da war der Aufschlag relativ hart. Ja, das kennt man. Man sieht auch, der Vordermann vor uns lässt sich ein bisschen Zeit. Wenn die Rampe dann kippt, dann geht es relativ schnell, auch von der Gewichtsverlagerung vom Auto einfach. Man fährt, also wir fahren jetzt mal drauf und versuchen wir mal unser Bestes. So, noch sind wir nicht über den Moment hinaus. So langsam kommt es. Probieren wir mal, uns mal hinzutasten. Ja, Ich da mache ist erstmal den natürlich der Parksensor. Parksensor aus. Der Profi ist am Werk und steht noch leicht auf der Bremse. Das sieht man hier nicht so richtig, aber Bremse und Gaspedal werden hier gleichzeitig benutzt, was sicherlich das DSG freut. Und jetzt sind wir scharf. Wenn du dann siehst, im Auto, jetzt von außen wirkt es ja relativ harmlos. Ja. Wenn wir jetzt hochfahren, merkt man auch ganz schön wieder, wie ein Einrad dann in der Luft ist hinten. Jetzt fahren wir erstmal hier die Rampe hoch. Haben dann hier wirklich fast, ja, ich denke mal so 30 Grad. Und das ist dann immer schon ganz cool, wenn man hier oben sitzt und denkt, okay, es passiert nichts, das Auto kippt nicht. Jetzt kommt das hintere Rad wieder zum Eingriff und jetzt fahren wir auch schon wieder runter. Also wir können es auch gerne natürlich nochmal fahren, weil wir eben ein bisschen eine Pause hatten. Aber ich denke, das Auto kann alles, was so ein SUV können muss. Und die meisten Leute werden in die Extremsituationen nicht kommen, aber es ist immer schön,
hier die interessierten Leute einfach mitzunehmen und zu sehen, okay, was kann das Auto? Die haben immer Fragen. Man kann sich das ja nicht so vorstellen. Und ich glaube, das ist immer eine tolle Erfahrung. Deswegen machen wir das. Und für mich als Rennfahrer natürlich eine schöne Abwechslung, nette Menschen kennenzulernen. Und die Marke Audi und die Autos ja, zu präsentieren und natürlich dahinter zu stehen. Und wenn man selber sowas dann erfährt, dann ist man nochmal mehr verbunden mit der Marke und mit den Autos. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich bald einen Q3 zu Hause stehen habe. Und als Zweitwagen ist er, glaube ich, perfekt. Toll. Danke für das Interview, Mike, und danke Gerne. für die Mitfahrt. Gerne, gerne. Alles Gute. Danke.